Schon wieder nur am Zocken. Wie wäre es mal mit, ich weiß ja nicht, lernen? Hä? Jeden Tag das Gleiche mit diesen Knöpfen herumdrücken. Ich weiß ja nicht, aber was du da machst. Das verblödet dich ja nur. Umgekehrt. Schon wieder nur am Zocken. Ich bin stolz auf dich. Endlich, mein Sohn zockt und ist nicht so wie die anderen Kinder. Die anderen Kinder, die sind gerade am Lernen. Oh mein Gott. Willst du lernen? Ja, der wärst du nicht mehr mein Sohn, ich sag's dir ganz ehrlich. Oh, nein, 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 keine Sorge, ich bin wirklich nur am Zocken. Die anderen Mütter in meinem Alter, die geben die ganze Zeit an, dass deren Söhne angeblich die Besten in Fortnite sind. Seien wir uns mal eine Sache ganz ehrlich. Du rasierst nicht nur Gamer, sondern auch deren Mütter. Sondern auch deren Mütter, du bist sehr gut in Fortnite, ich weiß. Hä, ja natürlich, ich bin der Allerheftigste. Mein Sohn, eine letzte Sache hätte ich noch. Falls du jemals daran denken solltest, für die Schule zu lernen, dann hab im Kopf, dass du deine Mutter dann auch gleichzeitig verlieren wirst. Mach alles, was du willst, aber lern nicht für die Schule. Mama, hör mir zu. Ich mache niemals meine Hausaufgaben. Versprochen. Ich werde das niemals machen. Ich werde tagtäglich zocken, damit du weiterhin glücklich bist. Vertrau mir. Mein Sohn. Namen lesen. Ja, guten Morgen, Schüler. Guten Morgen. So, wir checken erstmal die Anwesenheit. Alex Meyer? Stets zu euren Diensten. Ich bin anwesend. Ah, super. Der nächste, Warte, ist das ein Kaffeefleck oder ein Name? Das kann ich ja gar nicht lesen. Mickey Mouse Wunderhaus? Ah, was ist denn das für ein komischer Name? Ich versuch mal auch deinen Familiennamen, okay? So. Song so mäßig. Warte, nein, ich versuch nochmal. Hey, schau mich nicht so blöd an. Gib mir ein paar Tipps, ansonsten stehe ich bis morgen noch da und versuch deinen Namen noch immer auszusprechen. Yildiz. Mehmet Yildiz. Lecco mio. Mag mal Joghurt oder so. Na, das ist zu schwer für mich. Einigen wir uns einfach auf Markus. Ich nenne dich einfach Markus, okay? Ich hoffe auch, dass es für dich passt. Wie heißen Sie eigentlich? Herr Axelkracher, mein Name. Nee, ist zu schwer für mich. Passt es, wenn ich Sie Herr Verranze Ziege mit Mundgeruch wie Schwein nenne? Umgekehrt. So, wir checken erstmal die Anwesenheit. Oh, wartet ganz kurz. Was ist denn das für ein exotischer Name? Ich hab's. Ali Al-Mayer. Pardon, aber ich heiße Alex Meyer. Ali? Alex! Sorry, nee, ich kann das nicht aussprechen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Sagen Sie mal A. A. Ah, und jetzt Le. Le. Und jetzt Na schau, Sie können es doch. Alles gemeinsam jetzt. Ali Mohammed Abdul Al-Mayer. Wir machen weiter. Mehmet Yildiz. Bin da. Und Sie haben meinen Namen sehr gut ausgesprochen. Mehmet, Bruder, dein Name ist ja auch einfach. Du, sag mal, wie geht's eigentlich deiner Mutter Fatima? Super. Und deinem Vater? Abdul Qadir Ahmed Adnan Aserbaidschan Usbekistan Yildiz? Ihm geht es auch gut. Richte dem alten Sportsfreund schöne Grüße. Werde ich sicherlich vergessen. Bestimmt. Und schöne Grüße an deinem Opa. Mahmud Melik Mohammed Ömer Oktay Türkiye. Zimmer putzen. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Hä? Was ist? Heilige Makrele auf dem Fernseher, wie schaut dein Zimmer aus? Ganz normal. Nein! Das einzig Normale in deinem Zimmer bin ich. Und ich habe auch schon psychische Probleme. Was ist das Problem jetzt? Räum dein verdammtes Zimmer auf. Okay, mach ich. Nein, nicht okay, ich mach. Sag okay, ich mach jetzt. Jetzt, jetzt. Ja, okay, ich mach jetzt. Umgekehrt. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Hä? Was ist? Heilige Makrele auf dem Fernseher, wie schaut dein Zimmer aus?
Es ist sauber. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich zahle also die verdammte Miete, damit dein Zimmer am Ende so ausschaut. Also ich finde es gut so. Dein Zimmer muss unordentlich sein. Was ist das? Hä? Stell dir mal vor, wir bekommen Besuch. Und die sehen dann dein geräumtes Zimmer. Ja, was wäre dann? Sag du's mir. Die werden bestimmt begeistert sein. Nein, die würden sich denken, was ich für einen langweiligen Strebersohn erzogen habe. Unsere Gäste würden mich auslachen, wenn sie dein Zimmer sehen. Was willst du von mir? Was soll ich jetzt machen? Dein Zimmer unordentlich machen. Geht schon. Mama, keine Widerrede. Mach jetzt dein Zimmer unordentlich. Ich habe gerade keine Lust, mein Zimmer unordentlich zu machen. Oh. Du hast gerade keine Lust. Ich habe aber Lust. So ist schon viel besser. Bewerbung. So, Sie sind Herr Yildiz, oder? Ja, ich bin. Fangen wir mal so an. Wieso wollen Sie sich bei uns bewerben? Wallah geht. Ich brauche Strom zu teuer Geld. Verstehst? Ich weiß nichts, was ich jetzt mehr sagen soll. Reicht. Haben Sie schon überhaupt Berufserfahrung? In meiner Heimat? Ich habe Garten. Gartenarbeit. Ich habe in Gartenarbeit gemacht. So Apfel? Apfel, lecker, kennst du. Apfel, aber Baum von Apfel. Apfelbaum, yeah. Ich habe ihn groß gemacht, dieser Apfelbaum, mit meinem Wasser, Licht und diese. Ich hab gemacht. Und haben Sie schon hier in diesem Land gearbeitet? Hier? Ja, natürlich. Wo denn? Bei Arbeitslosengebäude. Wie soll ich erklären? Ich bin dort Spieler. So, ich erkläre. So, du kennst Mannschaft. Mannschaft, normale Mannschaft. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Und der Spieler ist ein kleiner Spieler. Messi, Ronaldo. So, er spielt bei Mannschaft. Und hier in meiner Erklärung, Mannschaft ist diese Arbeitslosengebäude und ich bin Spieler. Und ich spiele bei Arbeitslosengebäude. Verstehst du? Verstehst? Sie wollen mir damit einfach sagen, dass Sie arbeitslos sind. Ja, genau. Gut, Herr Yildiz, Sie bekommen den Job. Auf gar keinen Fall! Nicht, weil Sie keine Berufserfahrung haben, sondern weil Ihr Deutsch schlechter als das von einem Elefanten ist. Nur zur Info, Elefanten sprechen nicht einmal Deutsch. Okay, tamam, kein Problem. Ich nehme dann gratis Arbeitslosengeld von Deutschland, gib mir. Ich nehme. Mir egal. Umgekehrt. Fangen wir mal so an. Wieso wollen Sie sich bei uns bewerben? Wallah geht! Ich brauche Strom zu teuer Geld. Das ist ein guter Grund, um zu arbeiten, ja. Entschuldigung für meine Deutsch. Nicht so gut. Herr Yildiz, Sie brauchen sich nicht entschuldigen. So einen suchen wir. Was? Wir suchen einen mit sehr schlechten Deutschkenntnissen. Wieso? Keine Ahnung. Fahren Sie fort. Also, bin ich ehrlich. Ich habe in Nikis gearbeitet. Sorry, habe in Nikis. Oh, Sie haben also keine Berufserfahrung. Nein, Nikis, leider. Was für leider? Das ist super. Das heißt einfach, dass Sie genügend Kraft haben, um bei uns zu arbeiten. Ja. Die anderen Arbeiter, die schon Minimum 10 Jahre Berufserfahrung haben, die sind schon müde. Die arbeiten gar nicht gut. Wie gesagt, die sind schon müde, weil sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Ja, dann bin ich gut, weil ich habe nichts gearbeitet. Sie sind Gold wert, so wie ein Ronaldo beim Fußball. Bekomme ich jetzt diese Arbeit? Ah, nee. Sondern Sie sind gleich befördert als Chef. Was? Chef? Sie sind einfach zu heftig. Ich wünsche, meine Deutschkenntnisse wären genauso schlecht wie Ihre. Ich will auch so krass sein wie Sie. Bringen Sie mir schlechtes Deutsch bei. Mathe. So, Schüler, nächste Aufgabe. Wenn Rebecca 5 Äpfel hat und sie einen Baum bekommt, der ihr pro Tag einen Apfel gibt, wie viele Äpfel hat sie nach 7 Tagen insgesamt? Markus? Ich heiße Mehmet. Was ist deine Antwort? Also, wenn Rebecca... Die heißt Rebecca, oder? Wenn die halt 5 Äpfel hat und sie jetzt einen Baum bekommt, wo sie halt pro Tag einen Döner bekommt. Kein Döner, sondern einen Apfel! Ja, dann hat sie 64 Äpfel. Boah, du kleine Idiot! Idiot! Hast du eine Walnuss im Kopf oder im Gehirn?
Bei deinen Antworten tippe ich eher auf eine verschimmelte Walnuss. Darf ich die Lösung sagen? Ja, natürlich, Alex. Die Antwort lautet ganz klar 12. Sie hat ja am Anfang 5 Äpfel gehabt, dann hat sie einen Baum dazu bekommen, wo sie pro Tag einen Apfel bekommen hat. Das hat sie insgesamt in einer Woche 7 Äpfel atmen. Und wenn man jetzt die 5 mit den 7 dazu addiert, das sind dann insgesamt 12 Äpfel. Das ist wirklich ganz klar und einfach. Das sollte man im Kindergarten schon können. Richtig, Alex. Bingo. Du bist der Krasseste. Dankeschön. Umgekehrt. Wenn Rebecca 5 Äpfel hat und sie einen Baum bekommt, der ihr pro Tag einen Apfel gibt, wie viele Äpfel hat sie nach 7 Tagen insgesamt? Mimik, was ist deine Antwort? Gute Frage. Ich glaube, so circa 12 Millionen Äpfel. 12 Millionen! Yeah! So ein Idiot. Der einzige Idiot bist du, Alex. Was? Ich? Ja. Seine Antwort ist aber ganz klar falsch. Ja. Gut gemacht, Mehmet. Dankeschön. Ich versteh's nicht. Die richtige Antwort ist doch 12. Hast du es gehört? Er hat 12 gesagt. 12 gesagt. Yeah. So ein Idiot. Ich ruf dann nach der Stunde deine Eltern an. Ich glaube, sie müssen dich abholen. Das kann doch nicht sein, dass Mehmet gefeiert wird, weil er was Falsches gesagt hat. Falsch ist gut. Falsch ist was? Falsch ist gut. Nur die unnötigen Streber, die sagen das Richtige. Oh mein Gott. Beispiel. Mehmet, was ist 2 plus 2? Ketchup. Falsch. Gut gemacht. Was? Noch ein Beispiel. Mehmet, wie groß ist der Mond? Ungefähr. Wieder falsch. Mach weiter so. Ich komm damit nicht klar. Jetzt du. Wie viel ist 2 plus 2? Also rein logisch gesehen jetzt. Also wenn ich es jetzt richtig sagen würde. Die Antwort lautet ganz klar 4. Na, das gebe ich mir nicht weiter. Für was gebe ich mir Mühe und sage euch, wie man die Aufgabe falsch löst? Und dann löst du sie mir richtig. Ich rufe jetzt deine Eltern an. Mir ist egal. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrmann oder welche Ehrfrau bis jetzt geschaut hat. Als klitzekleines Dankeschön, weil die letzten Videos bei euch sehr gut angekommen sind, blende ich einfach anstatt einen Kommentar 3 Kommentare. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Jetzt sind die wieder weg. Bam, 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 bam. Die sind jetzt wieder da, okay? Schaut's euch an. Und jetzt ist weg. Und falls ihr auch wollt, dass eure Kommentare bei mir eingeblendet werden, dann kommentiert jetzt einfach einen random Kommentar in die Kommentare, ja? So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.